Spricht Herr Kollege Rohwedder. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die nicht mehr ganz so zahlreich hier im Saal sitzen, schon gar nicht bei der antragstellenden Fraktion. Zuschauer sind auch kaum noch da. Ich hoffe, dass im Stream zumindest noch ein paar sind. Die CDU behauptete vorhin in der Begründung zu ihrem Antrag zur Klimaschutzabgabe für uralte Braunkohlekraftwerke, es handele sich dabei um einen unverhältnismäßigen Eingriff in Eigentumsrechte, der massiv die Investitionssicherheit unseres Energiestandortes angreift. Was man vormittags beklagt, fordert man dann nachmittags ein, oder wie darf man sich das vorstellen? Heute Vormittag forderten Sie, 17.800 Hektar zusätzlich im rheinischen Braunkohlerevier zu opfern, und zwar ganz hochwertiges Agrarland. Und heute Nachmittag wollen Sie 2.400 Hektar in benachteiligten Gebieten mit schwierigen natürlichen Bedingungen bundesweit einsparen. Eine hohe Volatilität gibt es nicht nur bei der erneuerbaren Energieproduktion, sondern auch bei der christdemokratischen Antragsproduktion. Schade, dass man nicht den vielen warmen Wind, den die CDU produziert, direkt in nutzbare Energie umwandeln kann. Das wäre dann vielleicht sogar grundlastfähig bei der Penetranz, mit der das passiert. Natürlich haben wir ein Flächenproblem. Der Flächenverbrauch ist nach wie vor zu hoch und besonders geht landwirtschaftliche Nutzfläche verloren. Das spielt aber sonst für die CDU bei Projekten wie New Park zum Beispiel gar keine Rolle, vom rheinischen Braunkohlerevier ganz zu schweigen. Oder sollte zwischen 12 Uhr und Mittag hier ein Umdenken eingesetzt haben? Natürlich ist es sinnvoll, Flächenrecycling oder Mehrfachnutzung von Flächen zu betreiben und dem auch eine Priorität zu geben. Wir fordern das ja schon lange. Auch unsere Forderung, dass es keine Konkurrenz zwischen Tank und Teller geben darf, lässt sich zwanglos auf Photovoltaik übertragen, auch wenn es dabei nicht um Biokraftstoffe geht. Nachhaltigkeit muss auch bei der Nutzung erneuerbarer gelten. Wie sieht es denn aber nebenbei mit dem Flächenverbrauch für landwirtschaftliche Monokulturen aus, die der Futterproduktion für Intensivtierhaltung dienen? Leider ist Frau Schulze-Vöcking jetzt nicht da, die hätte das vielleicht beantworten können. Nun sollen aber laut Vorschlag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie landwirtschaftliche Flächen in Regionen mit schwierigen natürlichen Bedingungen, den sogenannten benachteiligten Gebieten, genutzt werden können. Da stelle ich mir Gebiete mit ohnehin wenig Ackerfläche vor, sogar Gebiete, die auch jetzt schon nur extensiv genutzt werden können. Und dort lässt sich sogar eine Doppelnutzung durchführen, zum Beispiel Solarpaneele auf Stelzen. Solche Projekte gibt es schon, unter diesen wird dann Weidewirtschaft betrieben. Ich bezweifle, dass großflächig intensiv genutzte Ackerflächen in Solarfarmen umgewandelt werden sollen. Und das möchten wir natürlich auch nicht. Photovoltaikanlagen können durchaus eine Bereicherung der Landschaft durch eine höhere Biodiversität werden, weil zwischen den einzelnen Reihen Platz benötigt wird, um einer Abschattung einzelner Modulreihen bei niedrigem Sonnenstand entgegenzuwirken. Die Unterkonstruktionen versiegeln dabei weniger als 0,05% der Fläche. 0,05% von 2.400 Hektar bundesweit gegen 17.800 Hektar total im Rheinland alleine. Merken Sie selbst, ja? 0,25 Hektar wären das anteilig geschätzt auf NRW. Herr Höhne beklagte ja den Flächenfraß, der nicht zu unterschätzen sei, aber die Photovoltaik hier hat da den kleinsten Anteil, wenn Sie mit 0,25 Hektar in NRW anteilig rechnen können. Das verschlägt nichts. Und bereits 2005, vor 10 Jahren, haben NABU und die Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft einen Kriterienkatalog für die naturverträgliche Errichtung von Freiflächenanlagen veröffentlicht. Die hier formulierten ökologischen Kriterien gehen über das gesetzlich geforderte Mindestmaß hinaus. Diese Selbstverpflichtung sollte von Projektierern und Betreibern bei der Standortwahl und dem Betrieb von ebenerdig errichteten solaren Großanlagen berücksichtigt werden. Das kann man sinnvoll in einen solchen Antrag schreiben. Und die Forderung nach keinen Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen können wir in dieser Absolutheit nicht mittragen. Doppelnutzung auf extensiven Flächen sollte ja wohl möglich sein, statt eines unverhältnismäßigen Eingriffs in Eigentumsrechte, der massiv die Investitionssicherheit unseres Energiestandortes angreift, um Ihren Antrag von heute Vormittag nochmal zu zitieren. Und insofern stellen sich für mich bei diesem Antrag noch Fragen, die wir dann hoffentlich im Ausschuss geklärt können. Wir stimmen der Überweisung natürlich zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rohwedder. Und nun